So, weiter geht's. Eine neue Runde. Einmal neues Glück. Hallo Adam. Hallo Adam. Ich spiele gegen den guten alten Cowboy, so wie sich das anhörte. Komm, wir ziehen an. Genau, und ich habe wieder nur die Perks von Nancy mit. Wir genrushen mal so richtig schön. Ach, das war nicht der Cowboy. Sondern man sieht es unten. Hier. Pyramidenkopf. Ja. Schön. Ah, in der Richtung. Oh, ich sehe meine eigenen Kratzspuren. Witzig, habe ich noch nie benutzt. Okay. Sneaky Beaky. Da wurde schon gerettet. Okay. Ah, das mit den Kratzspuren, das irritiert mich. Da ist er. Wäre ich an seiner Stelle jetzt auch hingegangen. Ja, ist auch viel zu früh gerettet gewesen. In den Bußkäfig mit dir. Da hinten. Ich hoffe, dass da jemand ist. Ich wollte hier mal shortly. Okay. Das nehme ich mal weg. Nach einem Totem gucken, damit ich mir Perk aktiviere, innere Kraft. Pow! Gut, ich muss los. Ach. Dieses Kriechen, ne? Wie kann man so langsam sein? Gut, wir haben den Gen da hinten gemacht, das heißt... War es Ruin oder war es aufgezerrte Hoffnung? Hier wird schon dran gearbeitet. Das ist ziemlich schlau. Gut, er ist disconnected. Schade. Ja, er kommt hier hin. Ich bleib mal dran. Das war aber lucky. Waren das so lucky? Ich bin doch eigentlich voll durchgerannt. Oder waren das wieder meine Kratzspuren, die ich da gesehen habe und nicht sein Gedöns? Ach, dass er hinter dem Adam hinterher ist und nicht hinter mir. Wohin? Ja. Dann machen wir doch den Gen hier weiter, oder? Ah. Nicht? Warum denn nicht? Kann ich jetzt aber auch nichts für. Wenn dir mein Gen nicht gut genug ist, dann geh doch. Achso, war jetzt eigentlich Ruin drauf? Also ich weiß, dass der Gen hier nicht komplett zurückgesetzt war. Das heißt, dass er zwei Fluchtotems mit hat. Entweder er hat auch noch Undying dabei. Oder... Ach, ich weiß auch nicht. Ich werde es nachher sehen. Ich werde jetzt nicht versuchen, hier den Gen loszulassen.
nicht mit Absicht, um zu gucken, ob der rückwärts läuft, aber ich glaube, da war gerade. Aha. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man zwei Perks mitnimmt, die so einfach dann weg sind, ne? Einfach so. Nee. Will ich gar nicht. Will ich nicht. Ich muss los. Zack. Nee, nee. Ah, schade. Hier ist der Jen. Eieiei, an dem wird gearbeitet. Das tut mir leid, das wusste ich jetzt nicht. Achso, da sind alle beide. Sehr gut. Einmal Glück gehabt beim Ausweichen. Ah, aber er hat Barbecue und Chili. Vorsicht, Leute. Oder aber... Er hat Nurse's Calling. Er geht einfach in den Schrank. Als hätte er ihn nicht gesehen. Oh, da war das der Bill. Und der hat jetzt innere Kraft auch. Weil der ist jetzt ja geheilt. Nein, er ist nicht geheilt. Zumindest nicht mehr. Aber es ist Adam. Und Adam hat natürlich innere Kraft. Weil Adam immer cool ist. Danke. Heile, heile. Heile, heile. Ja. Schade, dass da jetzt schon ein Disconnect so früh drin war. Ich empfinde jetzt nicht, dass er unfair spielt und selbst wenn ja, schenkt man ihm ja nur die Punkte, wenn man aufgibt. Also, das macht ja keinen Sinn. Genau, wir müssen ein bisschen mehr in die Nähe. Barbecue hat da niemanden gesehen. Und wo kommt der? Ich habe doch da gerade sein Hütchen gesehen. Ah, oh, warum gibt er denn auf? Was ist versehen? Auf jeden Fall noch Zeit gehabt. Wir waren ja beide hier. Da habe ich geleckt. Da hinten läuft er. Ach Mensch. Das war mega dumm. Warum? Also da hat er mir auch ein paar Mal gegönnt, muss man ja auch sagen. Der hätte mich noch zweimal bestimmt schlagen können. Adam wird gejagt. Adam geht einfach in den Schrank. Was soll das denn, Adam? Was soll das?
cool. Danke dir. Mann. Er benutzt selten seine Fähigkeit. Er könnte mich jetzt auch im Bußkäfig schicken. Und außerdem, ach, Adam immer mit seinem Schrank. Mensch. Ja, die Runde ist gelaufen. Bitte, bitte. Oh. Da ist Adam runtergehüpft. Tja. Adam sieht nicht so aus, als würde er mich nochmal hochheben kommen. Und Pyramidenkopf hat es auch ein bisschen auf ihn abgesehen. Er spielt aber gar nicht unfair, deswegen kann ich ihn jetzt gar nicht für das Sluggen irgendwie... also es fühlt sich nicht wie echtes Sluggen an, weil Adam halt auch... seine Chance quasi genutzt hat gerade. So, und dafür ist Adam jetzt aber auch richtig tot, ne? Ja. Habe ich mir gedacht. Er noch seinen Mori nutzen möchte. Ja. Ich bin ein bisschen hinterhergekrochen, weil ich in der Barbecue- und Chili-Range nicht sein wollte, wenn ich auf dem Boden liege. Ich bin ihm trotzdem... Also ich fand es nicht schlimm, dass er mich hat liegen lassen. Ich habe ein bisschen gedacht, dass er mir ganz eventuell die Luke schenkt. Aber jetzt hat er quasi das Gegenteil gemacht, ist mir aber auch nicht so. Also er hat gut gespielt. Bin ihm nicht böse. Genau, er hatte Ruin und unsterblich, habe ich ja gesagt. Ja. Barbecue, ja. Tüftler, ach. Habe ich das mal mitgekriegt? Nee, ganz am Anfang nicht. In der Hütte auch nicht. Da war er immer zu spät wahrscheinlich. Tja. Na gut. Dann GG. Und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob wir dann mit der Nancy rauskommen für die Trophäe. Bis dann.